Oh. Na, ganz ehrlich. Du bist mal geschickt, oder? So. Ich sollte mit Dosia über die kranken Patienten sprechen. You have my greetings, faithful one. Tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht reden. Ich habe viele Leute zu versorgen. Ich habe die Untersuchung aller Patienten abgeschlossen. Was habt ihr herausgefunden? Die Infizierten haben hohes Fieber, werden gewalttätig und ihr Zustand verschlechtert sich, wenn sie sich in der Nähe zu anderen Infizierten befinden. Gebt ihnen Kräutersalbe, um das Fieber zu senken, fesselt sie an ihre Pritschen und legt sie weiter voneinander weg. Das würde uns sehr helfen. Ich werde dieses neue Wissen sofort anwenden. Die Martha möge euch für eure Hilfe segnen. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo man von hier aus hingehen kann? Wo man von hier aus hingehen kann. Die Symptome der Patienten ähneln denen von kranken Ratten. Im Lager gibt es einige Ratten, also werde ich versuchen, eine zu fangen und zu sehen, ob ich von ihnen etwas lernen kann. Nichts, Vikonia, wolltet ihr etwas sagen? Ich denke, wir können nur zusehen, wie die Krankheit verläuft. Haltet die Gesunden von den Kranken fern und hofft das Beste. Ihr wollt euch dasselbe fragen, Dosia. Wir können nicht riskieren, das ganze Lager zu infizieren. Die einfachste Lösung wäre es, diese Leute hinzurichten und ihre Leichen zu verbrennen. Fragen wir nach Ratten. Es ist nicht wirklich ein Plan, aber etwas Besseres habe ich nicht. Beeilt euch. Ich befürchte, uns bleibt nicht viel Zeit. Ich muss eine Ratte finden oder einen Druiden oder Waldläufer, damit die kommunizieren lassen. Your orders? Worum geht, wie ihr wünscht. You gutless worm, what gives you the right to tell me what to do with my men? Ihr kümmert euch um Wurm, was gibt euch das Recht, mir zu sagen, was ich mit meinen Männern tun soll? You mean your 50 men? Why, my 350 men, of course. Ihr meint eure 50 Männer? Na, meine 350 Männer natürlich. A tenth of Daggerford's population, Delancey. One in ten. That's what I've brought to this effort. Ein Zehntel von Durchfuhrs Bevölkerung, Delancey. Einer von zehn. Das habe ich zu diesem Unterfangen gebracht. And it is appreciated. But Baldur's Gate and especially Waterdeep have provided the majority of troops here. I'll not risk them needlessly. Und es wird geschätzt, aber Baldur's Throne, insbesondere Tiefwasser, haben hier die Mehrheit der Truppen gestellt. Ich werde sie nicht unnötig in Gefahr bringen. Kann ich hier helfen? Nichts zum bringt jedoch seine eigenen Risiken mit sich. And who, pray tell, are you? Wer zum Teufel seid ihr? General Hather Stonehand, Torsen Cedric Delancey, allow me to present the hero of Baldur's Gate. Marschall Edward, General Heiter Steinhand, Torsen Cedric Delancey, gestattet mir, den Helden von Baldur's Tor vorzustellen. Oh, aye. So what was that business on Boroskir Bridge about? You know how many of our people worship Lathander? Tempus? And you burn the dead lord of bloody murder Baal symbol into the ground where he died. Great, that's sure to boost morale. Oh ja, worum ging es bei dieser Sache auf der Eberfeldbrücke? Ihr wisst, wie viele unserer Leute Lathander verehren Tempus und ihr brennt das Symbol des toten Fürsten des blutigen Mordens Baal auf dem Boden, auf dem er gestorben ist. Großartig, das wird sicher die Moral steigern. Hey there, please. Show a little decorum. Hater, zeig bitte ein wenig Etikette. Decorum is for nobles and their toadies. We're here to slay the shining lady, not enjoy a fine dinner with her. Ich mag Dorn. Etikette ist für Adlige und ihre Kröten. Wir sind hier, um die strahlende Dame zu töten und nicht um ein gutes Abendessen mit ihr zu genießen. You are most perceptive. And loath though I am to agree with her, General Stonehand has a point. Ihr seid sehr einfühlsam, und obwohl ich hier nicht zustimmen darf, hat General Steinhardt irgendwie recht. The reinforcements you've brought are a welcome and much needed asset. Your presence is problematic. Many are disturbed by tales of Boroskir Bridge. It would be best if you were away from the camp for a time.
Die Verstärkung, die ihr mitgebracht habt, sind eine willkommene und dringend benötigte Bereicherung, Brenno. Ja? Eure Anwesenheit ist problematisch. Viele sind verstört von Geschichten über die Eberfellbrücke. Es wäre am besten, wenn ihr eine Zeit lang nicht im Lager wärt. Ich stehe euch zu diesem. Was soll ich tun? In Anbetracht dessen, was ich hier trug, um diesen Ort zu erreichen, ist dies nicht der Empfang, auf den ich gehofft hatte. Nehme ich das. Everyone has a part to play here. The hero vanquished Saravak. If they can do the same to Kalar, it's to everyone's advantage. Jeder hat hier seine Rolle zu spielen. Der Held besiegte Saravak. Wenn sie Kalar dasselbe antun können, ist das zum Vorteil aller. If we've any hope of defeating the Crusade, troop morale must be maintained. Your presence works against that. Wenn wir eine Chance haben wollen, den Kreuzzug zu besiegen, muss die Moral der Truppen aufrechterhalten werden. Eure Anwesenheit wirkt dem entgegen. To lead, one must instill fear in one's followers. They must know, insubordination will cost them more than any enemy ever could. Um zu führen, muss man seinen Anhängern Angst einflößen. Sie müssen wissen, dass Ungehorsam sie mehr kosten wird, als es den Feind jemals könnte. As it happens, there's a matter that requires attention away from here. Word has gotten round that Kalar's forces are receiving supplies via caverns beneath Dragonspear Castle. We have a rough idea where the entrance is, beyond Dead Man's Pass, as the locals like to call it. Tja, es gibt eine Sache, die weit weg von hier Aufmerksamkeit erfordert. Es hat sich herumgesprochen, dass die Streitkräfte von Kalar Vorräte durch die Höhlen unter Burg Drachenspeer halten. Wir haben eine ungefähre Vorstellung davon, wo sich der Eingang befindet. Hinter dem Pass des Toten Mannes, wie die Einheimischen ihn gerne nennen. That's assuming the information we have is accurate. Torture usually gets you answers, but it doesn't always get you the truth. Vorausgesetzt, die uns vorliegenden Informationen sind korrekt. Folter bringt einem normalerweise Antworten, aber sie bringt einem nicht immer die Wahrheit. Folter, sag mir, dass das nicht wahr ist. Haben wir solche Angst vor Kalar Argent und sind unsere Grundsätze wirklich so schwach, dass wir uns zu solch abscheulichen Taten herablassen? Das könnte ich nehmen, wenn ich Paladin wäre. Ich bin nicht hergekommen, um anderen zuzuhören, wie sie über moralische Fragen diskutieren. Was wollt ihr von mir? Durch diese Methode erhaltet ihr einen Feind, der weder körperlich noch geistig dazu fähig ist, Widerstand zu leisten. Das allein ist die Sache schon wert. Nehmen wir die zwei. We have reason to believe Kalar Argent's top advisor, a priest named Heffernan, is quartered in Dragonspear's basement. We know very little of Heffernan, other than he apparently has Kalar's ear. Wir haben Grund zur Annahme, dass die rechte Hand von Kalar Argent, ein Priester namens Heffernan, im Keller von Drachenspeer untergebracht ist. Wir wissen sehr wenig über Heffernan, außer dass er anscheinend Einfluss auf Kalar hat. We do know that a series of caverns runs beneath the castle. We believe Kalar is channeling supplies through the tunnels rather than attempting to break our perimeter. So there is a way into the castle from below. Wir wissen, dass eine Reihe von Höhlen unter dem Berg verläuft. Wir glauben, dass Kalar Vorräte durch die Tunnel schleust, anstatt zu versuchen, unsere Reihen zu durchbrechen. Es gibt also einen unterirdischen Weg in die Burg. Ihr wollt, dass ich diese Höhlen finde und in Drachenspeer eindringe, um mehr über Heffernans und Kalars Pläne zu erfahren. Ihr wollt, dass ich in die Höhlen unter Burg Drachenspeer und unter der Festung unseres Feindes bin. Ihr wollt, dass ich die Höhlen von unter Burg Drachenspeer unter der Festung unseres Feindes benutze, um in die Burg, ich wiederhole, die Festung unseres Feindes einzudringen und Informationen über diesen Heffernan zu beschaffen? Unser Feind hat eine Schwäche. Ich werde diese unterirdischen Höhlen finden, mich nach Drachenspeer stehlen und sehen, was ich über Heffernan und seine elende Herrin in Erfahrung bringen kann. That is what needs doing. Will you do it? Das muss getan werden, werde die es tun. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre nicht beunruhigt, obwohl wohl wissend, auf welche Weise ihr eure Informationen bekommen haben würdet. Aber die strahlende Dame stellt die größere Gefahr dar. Sie muss aufgehalten werden. Ich werde tun, wonach ihr verlangt. Als ich auf Höhenerkundung gehen, um einen Weg zu finden, in die Festung unserer Feindin einzudringen und mehr über sie und ihren Berater zu erfahren gehört habe, war ich bereits überzeugt. Es gibt kaum etwas, was ich nicht tun würde, um Kalars Licht jetzt und für alle Zeiten erloschen zu sehen. Nehmen wir die zwei. Er will damit Ja sagen, Generalin Steinhand. Gut, dann ran ans Werk. Just so we're clear, our resources are limited and our focus must be on containing the castle. If you should get into trouble outside this camp, you'll be on your own. We simply don't have the personnel for a rescue party. No matter how valuable the person captured may be.
Nur damit es klar ist, Henry, unsere Ressourcen sind begrenzt und unser Fokus muss darauf liegen, die Burg unter Kontrolle zu halten. Wenn ihr außerhalb des Lagers in Schwierigkeiten geratet, seid ihr auf euch alleine gestellt. Wir haben einfach nicht genügend Leute, um einen Rettungstrupp zu entsenden, egal wie wertvoll die gefasste Person auch sein mag. Before you leave, there's a tent near the camp entrance that belongs to a dwarf named Fossey Dugdeep. Go see her. She's been working on something you might find useful as you explore the underground river beneath Dragonspear. Bevor ihr geht, in der Nähe des Lagereingangs befindet sich ein Zelt, das einer Zwergin namens Fossi Tiefschürfer gehört. Geht zu ihr, sie hat etwas gearbeitet, das sie vielleicht nützlich findet, wenn ihr den unterirdischen Fluss unter Drachenspeer erkundet. We'll do that. Thank you, sir. Das werden wir tun. Vielen Dank, Sir. Karte aktualisiert. Auf dem Tisch sind Karten vom Burg Drachenspiel die Umgebung ausgearbeitet, viele mit handschriftlichen Notizen und Zeichnungen versehen. Dieses Banner schmückt das komplizierte Wappen von Tiefwasser, das durch seinen Stoff eingewohnte Schutzzauber in makelloser Verfassung gehalten wird. Auf diesem Banner prangt stolz das Wappen von Baldur's Tor, ein mächtiges Schiff mit einem blauen Himmel darüber und dunklem Wasser darunter. Wo ist dann aus Dolchwood das Banner? Gibt's keins? This and that to be done. No time to stay in chatter. Seid gegrüßt, mein Freund. Wie fühlt ihr euch heute? Gut, danke. Freut mich zu hören. Viele verlassen sich darauf, dass ihr euch um die Sache mit Keller kümmert, so wie ihr es mit Sarivok getan habt. Ich werde sehen, was ich tun kann, aber ich bin doch auch nur ein gewöhnlicher Abenteurer. Da soll ich mich lieber auf eine Enttäuschung gefasst. Da sollten Sie sich lieber auf eine Enttäuschung gefasst machen. Das klingt ja fast so, als ob mich interessieren würde, was andere brauchen. Nehmen wir mal die zwei. Ihr seid nun mehr als ein gewöhnlicher Abenteurer. Ihr seid zu einem Symbol geworden. Die Leute rufen euren Namen. Ihr gebt ihnen Hoffnung. Ihr habt eine große Verantwortung. Das ist eine größere Last, als ich hier ertragen wollen würde. Bleib wachsam, ich würde dich wollen, dass dir immerhin von Baldur's Tor was zustößt. Was hast du zu sagen? Hey, Hero, I'll have words with you. Hey da, Held, ich muss ein paar Worte mit euch wechseln. Was kann ich für euch tun, Meister Hammerlust? Habt ihr an bestimmte Worte gedacht oder sollen wir einfach zufällig auswählen? Wasser, Xylophon, Dämmerung, oh, das ist ein schönes Wort. Nein, das werdet ihr nicht. Sind wir sarkastisch. Ihr haltet euch für richtig lustig, nicht? Verzeiht mir, ihr seid wohl gerade nicht in Stimmung für Humor. Was kann ich für euch tun? Ja, manchmal schon. Not as many as you like to think. Nicht so oft, wie ihr denkt. Ihr habt meine verdammte Drau gestohlen. Gebt sie zurück und ich schwöre euch bei Abathur, ich werde euch aufschützen von Kopf bis Fuß. You think me a possession, Faug? Can it be you are even more stupid than I thought? Ihr haltet mich für Eigentum, euer Eigentum, Faug. Ist es möglich, dass ihr noch dümmer seid, als ich dachte? Was? Be gone. I want nothing more to do with you. Verschwinde, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Also er sagt immer dasselbe. Das da müsste meine Eigentumstruhe sein, ja. Marsha Netherlock, Missana, General Steinhand, Bellekram, Tiefschürfer, Woglin war, glaube ich. Speak. How can the Lion of Lusken be of service to you at this time? Sprecht, Brenner, wie können euch der Löwe von Lusken diesmal zu Diensten sein? Das ist beides wahrscheinlich, wo sich mir anschließen. Ihr könnt nichts für mich tun, Woglin. Oho, neckt den alten Woglin. Ja, sehr gut, oho. Mal kurz mit Khalid reden, ob er froh ist, aus dem Loch zu sein. What do you need from me? Ja, was braucht ihr von mir? Ihr scheint nervös zu sein, Khalid. Gibt es etwas, was ihr mich fragen wollt? Ist das so offensichtlich? Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Ja, Hira und ich sagten allen, wir seien nach Norden gekommen, um uns auszuruhen. Wir waren hier als Hafter. Trotzdem hoffe ich, dass wir etwas Zeit für uns haben könnten. Das habt ihr in der Tat verdient. Das ist ja fesselnd. Ja, wirklich, redet weiter. Eine törichte Hoffnung. Menschen wie wir dürfen selten eine Pause einlegen. Nehmen wir mal die drei.
Unser Jahrestag naht. Ich möchte ihr hier ein Geschenk machen, das ihr zeigt, wie viel sie mir bedeutet. Könnt ihr die Seide von Riesenspinnen für mich suchen? Spinnenseide ist nicht sehr romantisch. Etwas von einer Riesenspinne wird dir hier zeigen, wie viel sie euch bedeutet. Ich muss fragen, wie viel bedeutet sie euch? Ihr würdet ihr Spinnenkohl als Geschenk geben. Ihr wisst nicht viel über Frauen, oder? Spinnenseide ist nicht sehr romantisch. Als ihr hier uns kennenlernt, hatte ich die Stadt noch nie zuvor verlassen. Ich war noch nie in der Wildnis. Ja, hier war entsetzt, wie wenig ich von der Natur wusste. Sie zeigte mir, wie man Tierspuren folgt, Pflanzen erkennt. Sie zeigte mir einen Trick für heilende Spinnenseide. Wenn ich welche bekommen kann, kann ich sie in einen wunderschönen funkelnden Faden verwandeln und ihr daraus eine Halskette zu weben.